In diesem Video soll es um den Erwartungswert und die Standardabweichung der Binomialverteilung gehen. Und dazu schauen wir uns zwei mathematische Sätze an. Der erste Satz macht eine Aussage über den Erwartungswert. Dazu betrachten wir folgende Zufallsgrößen: eine Zufallsgröße x1, x2 und so weiter bis die Zufallsgröße xn und eine weitere Zufallsgröße groß x. Und für diese Zufallsgrößen soll folgende Beziehung gegeben sein: die Zufallsgröße x soll die Summe der Zufallsgrößen x1, x2 und so weiter bis xn sein. Dann gilt Folgendes: wenn wir uns den Erwartungswert bezüglich der Zufallsgröße x anschauen, entspricht dieser der Summe der Erwartungswerte bezüglich der Zufallsgrößen x1, x2 und so weiter bis zu dem Erwartungswert bezüglich der Zufallsgröße xn. Der zweite Satz macht eine Aussage über die Standardabweichung, so Satz 2. Auch hier haben wir die Zufallsgrößen x1 bis xn. Diese müssen aber unabhängig voneinander sein. x1 bis xn sind unabhängige Zufallsgrößen. Und auch hier sollen sie zusammen eine Zufallsgröße x ergeben, wenn man sie aufaddiert. Also die Zufallsgröße x soll x1 plus x2 und so weiter bis xn sein. Dann gilt was Ähnliches wie im Satz 1. Wir schauen uns das Quadrat der Standardabweichung bezüglich der Zufallsgröße x. Und diese entspricht der Summe der Quadrate der Standardabweichung über die Zufallsgrößen x1, x2 bis xn. Zuerst soll es darum gehen, dass die beiden Sätze auf die Binomialverteilung anwendbar sind. Im nächsten Schritt werden wir uns anschauen, wie man sich diese Zufallsgröße bei der Binomialverteilung vorstellen kann. Also zuerst das Theoretische, etwas Allgemeine, Anwendung auf die Binomialverteilung. Wir müssen bei der Binomialverteilung nämlich Zufallsgrößen finden, wo einzelne Zufallsgrößen eine neue Zufallsgröße ergibt. Und dann müssen wir noch zeigen, dass diese Zufallsgrößen unabhängig voneinander sind, sodass Satz 2 auch anwendbar ist. Die Zufallsgröße x soll Folgendes machen: die soll einfach die Anzahl der Treffer insgesamt zählen. Und die Zufallsgrößen x1 bis x2 sind Zufallsgrößen, die die Treffer in dem jeweiligen Bernoulli-Experiment zählen. Also x1 zählt die Anzahl der Treffer im ersten Bernoulli-Experiment. Die Zufallsgröße x2 zählt die Anzahl der Treffer bei dem zweiten Bernoulli-Experiment. Und so weiter und so weiter, und schließlich zählt die Zufallsgröße xn die Anzahl der Treffer in dem n-ten Bernoulli-Experiment. Und wenn wir wissen wollen, wie viele Treffer es insgesamt gibt, können wir uns einfach anschauen, wie viele Treffer gab es in den jeweiligen Bernoulli-Experimenten, und das ergibt die Gesamtanzahl der Treffer.
Und da es sich hier um eine Binomialverteilung handelt, ist es laut Definition, sind das unabhängige Zufallsexperimente. Aber wir sprechen von einer Binomialverteilung und die ist nach Definition eine Bernoulli-Kette von unabhängigen Bernoulli-Experimenten. Das bedeutet, Satz 1 und Satz 2 sind beide anwendbar. Für den Fall, dass es gerade etwas zu abstrakt war, gucken wir uns ein Beispiel an, und zwar einen zweifachen Münzwurf. Und als Treffer interpretieren wir folgendes Ergebnis: Es ist Kopf gefallen. Dann gibt es eine Zufallsgröße x und die soll folgendes machen. Die soll zählen, wie oft wir den Treffer in beiden Würfen erzielt haben. Und dann definieren wir zwei weitere Zufallsgrößen. Die Zufallsgröße x1 guckt sich an, wie viele Treffer wir in dem ersten Wurf hatten. Und die Zufallsgröße x2 analog zählt Anzahl der Treffer beim zweiten Wurf. Diesmal gucken wir uns eine etwas genauere Tabelle an. Wir nehmen auch die Ergebnisse hinzu. Und ein Ergebnis nennen wir Omega. Und da gibt es bei einem zweifachen Münzwurf folgende Ergebnisse, die möglich sind: einmal Zahl Zahl, einmal Zahl Kopf, Kopfzahl bzw. Kopf und Kopf. Nun schauen wir uns die Zufallsgrößen an. Die Zufallsgröße x1 von dem Ergebnis Omega sieht folgend aus. Wir zählen, wie viel wir den Treffer bei dem ersten Wurf hatten, also wie oft es einen Treffer gab bei dem ersten Wurf. Wenn das Ergebnis Zahl Zahl ist, dann haben wir bei dem ersten Wurf keinen Kopf, also 0 Treffer. Bei dem Ergebnis Zahl Kopf gibt es im ersten Wurf eine Zahl, das bedeutet, wir haben 0 Treffer in dem ersten Wurf. Bei dem Ergebnis Kopf Zahl gibt es einen Treffer in dem ersten Wurf. Und bei dem Ergebnis Kopf-Kopf gibt es wieder einen Treffer bei dem ersten Wurf. Also ist die Zufallsgröße des Ergebnisses Kopf-Kopf 1. Die Zufallsgröße x2 zählt Anzahl der Treffer beim zweiten Wurf. Hier ist es eine Zahl, also 0 Treffer. Dort haben wir im zweiten Wurf einen Kopf. Also Treffer. Hier haben wir im zweiten Wurf eine Zahl, damit 0 Treffer. Und hier haben wir einen Kopf im zweiten Wurf, also ein Treffer. Und die Zufallsgröße Groß X, Zahl Zahl, insgesamt 0 Treffer, Zahl Kopf, ein Kopf, also ein Treffer, Kopf Zahl, wieder ein Treffer, Kopf, Kopf, insgesamt zwei Treffer. Und wir sehen, dass wenn wir uns die Spalten angucken, ergibt die dritte Zeile jeweils sich als die Summe der Zeilen darüber. Also 0 plus 0 ist 0, 0 plus 1 ist 1, 1 plus 0 ist 1 und 1 plus 1 ist 2. Das heißt, wir können allgemein schreiben, x von Omega ist x1 von Omega plus x2 von Omega. Oder halt kurz, die Zufallsgröße x1 ist die Summe der Zufallsgrößen x1 und x2. Nun wollen wir uns den Erwartungswert anschauen. Und zwar bei der Binomialverteilung.
Hier gucken wir uns den Erwartungswert bezüglich der Zufallsvariable x. Und wir wissen, nach Satz 1 entspricht dies der Summe der Erwartungswerte bezüglich der Zufallsgrößen x1, x2 bis xn. Und da bei einer Binomialverteilung die Bernoulli-Kette aus gleichen Bernoulli-Experimenten besteht, bedeutet das, dass all diese Erwartungswerte gleich sind. Bei dem ersten Bernoulli-Experiment haben wir den gleichen Erwartungswert wie bei dem zweiten und so weiter. Also sind alle diese Erwartungswerte gleich. Davon gibt es insgesamt n Stück. Also könnten wir das kürzer schreiben als n mal den Erwartungswert der Zufallsgröße x1. Wenn wir also den Erwartungswert der Zufallsgröße x1 berechnet haben, müssen wir diesen mit n multiplizieren und erhalten direkt den Erwartungswert der Zufallsgröße x. Für den Erwartungswert bezüglich der Zufallsgröße x1 geht folgendes. Es ist 0 mal p von x gleich 0 plus 1 mal p von x1 gleich 1. Hier habe ich einen Index 1 vergessen. Das ist also 0 mal b1 p von 0 plus 1 mal b1 p von 1. 0 mal b1 p von 0 ergibt 0. Das bedeutet, wir müssen uns nur diesen Summanden angucken. Das ist nichts anderes als 1 über 1 mal p hoch 1 mal 1 minus p hoch 0. Das ist 1 über 1 ergibt 1, p hoch 1 ist p und eine Zahl hoch 0 ergibt auch 1. Was übrig bleibt, ist also ein p. Das heißt, der Erwartungswert einer Binomialverteilung ist n mal die Wahrscheinlichkeit des Treffers. Bei der Standardabweichung der Binomialverteilung werden wir ähnlich vorgehen. Hier werden wir den zweiten Satz benutzen, also die Standardabweichung zum Quadrat bezüglich der Zufallsgröße x ist die Summe der Quadrate der Standardabweichungen bezüglich den Zufallsgrößen x2, x1, x2 und so weiter bis bis zu der Standardabweichung zum Quadrat bezüglich der Zufallsgröße xn. Und auch hier argumentieren wir ähnlich wie bei dem Erwartungswert. Die Zufallsgrößen x1, x2 und so weiter bis zum xn gehören zu unabhängigen Bernoulli-Experimenten. Da sind jeweils gleiche Bernoulli-Experimente, das bedeutet, die Standardabweichung in jeder Stufe von dieses Experimentes ist immer gleich. Das heißt, dass die Standardabweichung bezüglich der Größe x1 gleich ist der Standardabweichung bezüglich der Größe x2 zum Quadrat und so weiter bis zu der Standardabweichung zum Quadrat bezüglich der Größe xn. Und genauso wie bei dem Erwartungswert haben wir n Stück davon, also n mal die Standardabweichung zum Quadrat bezüglich der Zufallsgröße x1 ergibt die Standardabweichung zum Quadrat bezüglich der Zufallsgröße x. Und wieder reicht es zu berechnen, was die Standardabweichung bezüglich dieser einen einfacheren Zufallsgröße ist. Gucken wir uns das an.
Die Standardabweichung bezüglich x1 lässt sich folgend berechnen. Das ist die Wahrscheinlichkeit p x gleich 1 mal 0 minus der Erwartungswert bezüglich der Zufallsgröße x1 zum Quadrat plus ähnliches für die Zufallsgröße gleich 1. So, das wäre einmal die Standardabweichung und das müssen wir nur noch quadrieren. Das Nette an dieser Stelle ist, Wurzel ziehen und quadrieren hebt sich weg. P von x1 gleich 0 ist b1 p von 0. 0 minus Erwartungswert bezüglich der Zufallsgröße x1 ist minus der Erwartungswert bezüglich der Größe x1 zum Quadrat plus b1 p von 1 mal 1 minus dem Erwartungswert bezüglich der Zufallsgröße x1. Dann können wir weiterrechnen. B1p von 0 ist 1 über 0 mal p hoch 0 mal 1 minus p hoch 1 mal. Und wir haben schon gelernt, der Erwartungswert bezüglich x1 entspricht der Trefferwahrscheinlichkeit, also mal p zum Quadrat plus b1p von 1 ist 1 über 1 mal p hoch 1 mal 1 minus p in Klammern hoch 0 mal 1 minus Erwartungswert bezüglich der Zufallsgröße x1 ist die Trefferwahrscheinlichkeit. Das Ganze also zum Quadrat. 1 über 0 ist 1. P hoch 0 ist auch 1. Was übrig bleibt, ist also 1 minus p mal p Quadrat plus der zweite Summand. 1 über 1 ist 1. P hoch 1 ist p. 1 minus p hoch 0 ist 1. Und es bleibt noch 1 minus p zum Quadrat übrig. Multipliziert man diese Klammer aus, haben wir p Quadrat minus p hoch 3 plus p mal, hier wende ich die zweite binomische Formel an. Jetzt nur noch die Klammern ausmultiplizieren. P Quadrat minus p hoch 3 plus p minus 2p Quadrat plus p hoch 3. Ja, ein p mal 1 ist p. P mal minus 2p ist minus 2p Quadrat und p mal plus 2p Quadrat ist p hoch 3. Dann heben sich minus p hoch 3 und p hoch 3. Die heben sich auf. P Quadrat minus 2p Quadrat ergibt minus p Quadrat und wir haben noch ein p, also p minus p Quadrat. Und nun klammern wir noch p1 minus p aus. Die Standardabweichung zum Quadrat bezüglich der Zufallsgröße x1 ist also p mal in Klammern 1 minus p. Damit ist die Standardabweichung bezüglich der Zufallsgröße x n mal p mal in Klammern 1 minus p. Und damit ist die Standardabweichung bezüglich der Zufallsgröße x n mal p mal 1 minus p und daraus die Wurzel. Zum Schluss wollen wir unsere zwei Formeln, die wir hergeleitet haben, in Aktion sehen und gucken uns einen hundertfachen Mundwurf an.
Und dabei wird Treffer wieder als Kopf interpretiert, beziehungsweise wir zählen Kopf als Treffer und die Wahrscheinlichkeit für Kopf soll 1,5 betragen. Und dann sprechen wir hier von einer Binomialverteilung bezüglich der Parameter 100 und 1,5. So, nun berechnen wir den Erwartungswert. Das ist n mal die Trefferwahrscheinlichkeit, also 100 mal 1,5 und damit 50. Die Standardabweichung ist n mal die Trefferwahrscheinlichkeit mal 1 minus die Trefferwahrscheinlichkeit und daraus die Wurzel. Das ist in diesem konkreten Beispiel 100 mal 1,5 mal 1 minus 1,5 ist auch 1,5. Daraus die Wurzel. Das ist 100 mal 1,5 ist 50 mal nochmal 1,5 sind 25. Und die Wurzel aus 25 ist 5. Das heißt, bei einem 100-fachen Münzwurf erwarten wir 50 Treffer, wenn wir das Experiment 100 Mal wiederholen, und die Standardabweichung liegt bei 5.